Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute werden wir gemeinschaftlich an einem Smart 451 die Serviceklappe öffnen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, gehen wir mal zum Auto. Der Smart hat keinen klassischen Haubenöffner im Auto. Ja? Viele kennen das ja an der A-Säule, wenn man dann diesen Hebel ziehen muss, um dann die Haube zu öffnen. Beim Smart ist das ein bisschen anders. Wir werden also praktisch diese Haube nur von außen öffnen können. So, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes habt ihr hier unten, ich hoffe man kann es gut erkennen, hier so eine Klammer, die macht ihr bitte nach vorne, ganz nach vorne, dann seht ihr, dass das hier auch alles sich schon so ein Stück anhebt. Das macht ihr auf der anderen Seite auch, hier, ja. Auch da geht dann das nach oben. Ja, und jetzt könnt ihr die Haube so ein Stück nach oben anheben und nach vorne wegziehen. So, machen wir mal zusammen. Einfach hier vorsichtig hier drunter greifen, etwas hoch und ja. So, jetzt ist die natürlich so ein bisschen angegurtet und damit ihr die nicht die ganze Zeit festhalten müsst, gibt es also hier diese Öffnung, beziehungsweise diese, hier sind die Öffnung und hier sind die exakten Pinne dafür und dann könnt ihr die Haube so ablegen. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ganz normalen Service vorzuführen. Ja, wenn ihr eure Servicearbeiten erledigt habt, das heißt, ihr habt vielleicht Scheibenvorschuss aufgefüllt, den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert oder was auch immer, geht es darum, jetzt die Haube wieder drauf zu machen. Und das geht auch ganz einfach. Wichtig ist, dass ihr auf folgende Punkte achtet, nämlich, dass hier eine Nase ist und hier an den Rändern auch nochmal eine kleine Kante ist. Ja, also hier müsst ihr so ein bisschen drauf achten. So. Und diese Nase hier unten drunter, die muss hier unter diese kleine Plastikecke. Und diese schwarzen hier, die müssen hier rein. Ja, erst dann sitzt also die Motorhaube richtig. Das machen wir jetzt mal. Wir setzen also vorsichtig die Haube entsprechend an. So. Jetzt haben wir sie so draufgesetzt. Ihr könnt daran erkennen, dass hier also auch wirklich der gleiche Abstand wieder ist. Ja, das solltet ihr immer mal kontrollieren, auf der anderen Seite auch. So, und jetzt geht es darum, dass diese Klammern wieder rein müssen. Drauf, fertig, eingerastet richtig. Richtig eingerastet. Ja. Ja, so wird an einem Smart die Serviceklappe geöffnet und auch anständig wieder geschlossen. Das war's. Ich würde sagen, bis demnächst. Vielen Dank und tschüss.